Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind's wieder, euer Team von jagdscheininfo.com und wir melden uns heute von der Jagd und Hund 2023 aus Dortmund bei euch zurück. Letztes Jahr hat ja hier bei nahezu sommerlichen Temperaturen das 40-jährige Jubiläum der Jagd und Hund stattgefunden. Doch dieses Jahr befindet sich die Messe wieder an ihrem angestammten Platz im Kalender und wird als Wintermesse ausgetragen. Ein Grund mehr, gespannt zu sein, was die Aussteller und das Messeteam heute für uns bereithalten. Also schließt euch uns einfach an und lasst uns gemeinsam einen schönen Tag auf Europas größter Jagdmesse verbringen. Der Hegering Sundern ist mit über 700 Mitgliedern sicherlich einer der größten in Nordrhein-Westfalen. Gegründet wurden wir im Jahre 1960 und zurzeit haben wir 20 aktive Jagdhornbläserinnen und Bläser. Sie hören heute von uns einige Jagdsignale, Jagdmärsche und einige Jagdlieder. Zu unserem weiteren Repertoire hören natürlich auch Hegeschauen und wir spielen natürlich auch die Hubertusmesse. Ich darf Ihnen nun für die nächste halbe Stunde gute Unterhaltung wünschen mit dem Jagd- und Bläserkorps in Dorf-Stockholm unter der Leitung von Hubert Bohnen. Danke. Thank you.
Das hier ein Terzel, etwa knapp 3 Kilo schwer. Das ist unsere heimische größte Eule, die hat schon ein größeres Spektrum an Beute. Das geht also von der Maus auch schon los, aber kann bis zum Junghasen oder auch zum Jungfuchs führen. Ein Uhu, der das auch schlagen kann. Schönen Dank. Dann haben wir weitere Habichtartige, also Grifftöter, dass sie von den Falken unterscheidet. Das sind die Habichte. Zu den Grifftötern gehören in erster Linie die Bussarde, die Habichte, die Adler, auch Milane, also alle Greifvögel, die ihre Beute in dem Griff festhalten und auch töten quasi mit den Krallen, mit den Fängen. Wir haben jetzt hier einmal einen Rotvogel-Terzel. Kannst du gerade mal ein bisschen hochhalten. Der Rotvogel hat diese Tröpfchenform auf der Brust, ist noch braun und der wird bei uns eingesetzt auf Kaninchen, aber auch auf Krähen. Und dieser Vogel war sogar in der Lage, vor ein paar Tagen eine Nilgans zu schlagen. Das muss man sich mal vorstellen, mit einem Vogel, der nur etwa 700 Gramm Gewicht hat, eine Nilgans von 3,5 Kilo zu schlagen. Ja, dann haben wir noch einen Rotvogel, ein Weib. Da sieht man mal den Größenunterschied. Also etwa ein Drittel größer und schwerer. Der ist auch in der Lage, Hasen zu überwältigen. Mit dem gehen wir also nicht nur auf Kaninchen, sondern auch auf Hasen. Für die Herrschaften, wenn der Greifvogel mal auf den Kopf landen sollte, passiert schon mal, einfach ruhig sitzen bleiben, keine ruckartigen Bewegungen, dann tut auch nicht so dolle weh. Für meine Männer mit Halbplatz, ihr seid tendenziell gefährdet. Für alle gilt, wer jetzt einen Kratzer bekommt, der kriegt dann von mir auch gleich mal ein Bier umsonst. Wie Andreas gerade schon erzählt hat, meine Honey, amerikanischer Wüstenmuster, ein weibliches Tier, Körpergewicht heute genau von einem Kilo. Spannweite auch über einen Meter. Und während die jetzt gerade fliegt, merkt man, man könnte fast meinen, die macht das absichtlich. Und das ist tatsächlich so, denn meine Honey fliegt nicht nur mit mir jagdlich auf Kaninchen, sondern in meiner Falknerei dann auch mal in der Show. Und während dieser Ausbildung in der Show hat dieser Greifvogel gelernt, wenn ich denn so ganz knapp an den Gästen vorbei rausche, fangen in der Regel die Gäste so ein bisschen an zu gackern. Und gackernde Gäste sind glückliche Gäste, das weiß der Greifvogel auch. Und es ist auch gleich völlig egal, wie sehr sich meine Gäste versuchen aus dem Weg zu gehen oder den Greifvogel aus dem Weg zu gehen. Der Vogel fliegt dann immer absichtlich ein Stückchen tiefer. So, wo ist der Dirk da? Wo ist der Kopf da vorne? Wieso haut dieser Greifvogel nicht ab? Nein, wir lassen unsere Greifvögel nicht hungern, damit die heute hier mitarbeiten, sondern wir arbeiten mit unheimlich viel Geduld, mit sehr viel Liebe mit dem Greifvogel, gewöhnen den Greifvogel an uns, an alle Situationen, die eventuell entstehen können. Und dann vertraut der Greifvogel seinem Falken nur so sehr, dass er sogar in einer so schwierigen Situation wie hier fliegen möchte. Und das nicht in einer extremen Hungerkondition, sondern in einer relativ starken oder satten Kondition. Das wiederum hat den Hintergrund, wenn wir mit dem Vogel jagen gehen möchten, Jagd ist für den Greifvogel Hochleistungssport. Und jeder, der mal Hochleistungssport betrieben hat, der weiß das. Wenn ich mich 3 Tage aushungere, habe ich keine Leistungsfähigkeit. Das heißt, auch wir als Falkner müssen den Vogel in der möglichen Kondition fliegen, damit er die Muskulatur und die Kraft hat, eine Beute auch wirklich lange hinterher zu fliegen. Warum fliegt er hier nicht weg? Auch das ist leicht erklärt. Honey möchte gerne in der Öffentlichkeit stehen und möchte jetzt hier dem Falkner gefallen. Und deswegen bleibt sie in der Regel unheimlich gerne bei mir. Ausnahmen bestätigen dabei die Regel. Aber wir sind ja in der Halle, weil wir kommen sie ja nicht. So, Honey, komm. Finger weg vom Mund. Ich bedanke mich, meine Herrschaften. Ich hoffe, die Herrschaften haben ein kleines bisschen Spaß. Ich übergebe an den lieben Andreas, der hat das letzte Wort. Um 15 Uhr ist dann die nächste große Kurzschule. Ja, vielen Dank Marco, vielen Dank auch Iris und Ingeborg für die tolle Vorführung. Mir bleibt es nur zu sagen, Sie haben die Möglichkeit gegenüber auf der anderen Seite hier an unserem Stand auch noch weitere Fragen zu stellen und sich die Vögel noch mal näher anzugucken. Und
Um 14 Uhr haben wir allerdings schon wieder nochmal eine Vorstellung hier auf der Bühne und um 15 Uhr drüben auf der Aktionsfläche. Guten Tag, mein Name ist Andreas Wagner, ich bin Obmann für Öffentlichkeitsarbeit vom Orden Deutscher Falkoniere. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Beizjagd in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Wir bieten selbst auch Falkner-Lehrgänge und Praxisseminare an. Wichtig ist, um Falkner zu werden, muss man einen Jagdschein haben und darauf baut dann der Falkner-Jagdschein auf. Dieser Falkner-Jagdschein wird die Prüfung mittlerweile wurde zuletzt in Essen gemacht, wird jetzt aber neuerdings, müsste ich jetzt noch mal nachschlagen, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, der Kurs, der kann bei uns in Siegen gemacht werden, im Raum Siegen, kostet etwa 390 Euro. Der beinhaltet zwei etwas verlängerte Wochenenden, ein Wochenende, an dem alles erklärt wird, was man wissen muss zur Falkner-Ausbildung, und an dem zweiten Wochenende wird nochmal vor der Prüfung alles wiederholt. Ich bin Benny Hirschelmann von Hick Micro und wir zeigen euch jetzt einfach mal so ein bisschen unsere Produktpalette. Wir fangen hier bei ganz kleinen Geräten an, typische Einstiegsgeräte, unsere Lynx-Serie. Gibt es halt mit unterschiedlichen Linsen, von klein nach groß. Weiter würde es dann noch gehen mit unseren Falkenmodellen. Da gehen wir einmal hier rüber. Die sind jetzt ganz neu raus, haben einen sehr guten Sensor, einen NLTD-Wert von unter 25 Millikelvin. Also ein super Gerät für alle Zwecke.
gibt es auch wieder von klein nach groß, 25er Linse, 35er und 50er. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein Binokular, das ist hier unser Raptor, ist dann irgendwo das Spitzengerät. Man hat Nachtsicht, Wärmebild und Entfernungsmesser, alles in einem Gerät vereint. Das wäre so der Bereich an Handgeräten. Des Weiteren haben wir sonst noch Vorsatzgeräte, sowohl Nachtsicht als auch Wärmebild. Ich kann es mal einmal hier am Beispiel zeigen. Hier hätten wir das 50er Vorsatzgerät, halt eine unheimliche Tiefenschärfe. Und dort haben wir auch wieder die ganze Palette von klein nach groß durchgehend im Sortiment. Stand und ich möchte euch gerne mal das neue Merger vorstellen. Der Deutsche nennt es auch liebevoll Merger. Wir haben hier ein Wärmebild-Fernglas. Der Vorteil von einem Wärmebild-Fernglas ist, dass man mit beiden Augen schauen kann, was deutlich angenehmer ist und die Augen nicht so schnell ermüden lässt. Wir haben hier die Möglichkeit, den Augenabstand einzustellen, sodass man es für sich angenehm einpassen kann. Dann kann man auch eine Dioptrien-Einstellung vornehmen. Auch für Brillenträger, damit man nicht mit der Brille durchschauen muss, sondern für sich alles einstellen kann. Wie bei allen Pulsargeräten haben wir natürlich auch hier noch einen Fokusring und an der Wärmebildlinse und auf der anderen Seite ein Entfernungsmesser. Das ist die Besonderheit an diesem Fernglas. Den Entfernungsmesser gibt es auch bei kleineren Geräten noch, aber hier ist er auch mit dabei. Wie bei allen Geräten gibt es natürlich auch den bekannten Wechselakku, den man auch in der Dunkelheit leise und ohne hinzuschauen wechseln kann, weil er passt nur in eine Richtung rein. So, wir haben hier den XP-Sensor verbaut mit einer Auflösung von 640x480 Pixeln und einem Pixelpitch von 17 Mikron und einer Empfindlichkeit von unter 25 Millikelvin. Auch bei diesem Gerät kann man Fotos und Videos aufnehmen, man kann sich mit der App verbinden und über die App kann ein zweiter mitschauen, was man beobachtet. Man kann Fotos und Videos direkt aufs Handy ziehen, man kann alle Einstellungen vornehmen, ja, und das Gerät auch updaten, die Software des Gerätes updaten. So. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut gerne auf unserer Website vorbei oder bei jagdscheininfo.com. Thank you.
Willkommen beim Deutschen Bogenjagdverband. Der Deutsche Bogenjagdverband ist eine Organisation in Deutschland in Zusammenarbeit mit den europäischen Bogenjagdverbänden. Stehen wir für das Thema Bogenjagd. Wir sind eine Vereinsorganisation und wir sind tätig über ganz Deutschland hinweg und bieten zum einen das Thema Bogenjagdschein bei uns an. Da kann man bei uns eine Bogenjagdausbildung machen. Und gleichzeitig sind wir aber auch noch die Lobbyorganisation für die Jäger, die mit Bogen jagen möchten. Und das ist unser Hauptthema und hier auf der Messe arbeiten wir sehr stark daran, unsere Jagdkollegen abzuholen und über das Thema Bogenjagd im Speziellen zu informieren und wo die Herausforderungen sind. Und dafür haben wir im Prinzip auch einen wunderschönen Stand aufgebaut, bei dem man auch mal das Bogenschießen, wie wir es jagdlich machen, entsprechend ausprobieren kann. Und wir laden natürlich herzlich ein, den Bogenjagdstand in der Halle 8 zu besuchen. Mein Name ist Hubert Schneider. Ich komme, wie schwer zu überhören, aus dem Schwabenland, ne, aus der Waffenbranche. Und ich habe hier vor 4 Jahren habe ich eine Firma gegründet, um spezielle Präzisionswaffen zu machen. Unser erstes Produkt war im Prinzip, was Sie hier hinten sehen, ein Sportgewehr, wo wir die Qualität in Bezug auf Präzision, Verarbeitung demonstriert haben und war auch recht erfolgreich war. Durch die Freigabe des Schalldämpfers sind die Waffen extrem lang geworden für den Jäger und darum haben wir im Prinzip eine Waffe in der Bullpup-Bauweise realisiert. Die Bullpup-Bauweise hat folgenden Vorteil: Wir reduzieren die normale Waffe um ca. 30 cm. Eine normale Waffe hat hier das Magazin, es kommt der Verschluss, es kommt der Lauf, es kommt der Schalldämpfer. Es gibt lange Waffen, die für den Jäger unhandlich sind, im Einstieg auf die Kanzel, im Vorbeikommen an der Brüstung und am Fenster. Und diese 30 cm, die wir hier gespart haben, führt zu einer kompakten, kurzen, führigen Waffe. Unser Waffensystem gibt her, dass wir hier den Hinterschaft verstellen können in der Ergonomie. Wir können die Schaftbacke in der Höhe verstellen. Wir haben in dem System die Laufwechselmöglichkeit. Wir haben die 3-Stellungssicherung. In der Position können wir absichern, abschlagen. In der Position können wir repetieren, aber der Abzug ist gesperrt. In dieser Position ist das ganze Schloss gesperrt. Wir haben an dieser Waffe die Riemenbügel in verschiedenen Positionen angesetzt. Einmal an der Seite für die, sagen wir, moderne Tragart. Man kann sie natürlich auch hier unten einsetzen für die konventionelle Tragart. Die neue Tragart gibt im Prinzip her, dass man die Waffe übertragen kann. Man hat die Hände frei, man ist im Kreuz. Man kann die Waffe in Anschlag schnell nehmen. Man hat Spannung drauf. Man kann einen sehr sicheren Schuss ausüben durch die Spannung des Riemens und ist eine sehr praktische Tragart. Unser System hat weiterhin den Vorteil, dass wir eine schnelle
Laufwechselmöglichkeit realisieren können. Wir können den Lauf entnehmen, können ihn durch ein anderes Kaliber in verschiedenen Längen, auch in verschiedenen Vorderschaftlängen realisieren, sodass immer ein schöner, sauber geordneter Eindruck entsteht und immer eine kurze, führige Waffe da ist. Wir können die Waffe in ihre Grundbestandteile entlegen und diese modulare Bauweise, ob wir jetzt hier einen Kunststoffschaft oder ein Holzschaft, ein Holzgriff oder Kunststoffgriff, ein Metallgehäuse oder hier ein Kunststoffgehäuse realisieren. Es besteht die Möglichkeit für den Jäger, wenn er zum Beispiel hier in heimischen Wäldern agiert, hier in 308, das ist übrigens ein Lauf mit 50 cm Lauflänge, für 308 sehr gute Lauflänge und mit einer Gesamtlänge von nur 90 cm ist die Waffe sehr, sehr führig. Des Weiteren haben wir aber ein zusätzliches Modell und zwar die Waffe mit integriertem Schalldämpfer. Das ist der gleiche Lauf drin. Hier ist eine speziell von uns entwickelte Mündungsbremse, die das Gas hier in den Raum gleiten lässt, sofort wieder auslüftet und den Vorteil hat gegenüber einem normalen Schalldämpfer, dass das System auslüftet. Das heißt, man braucht den Schalldämpfer nicht demontieren, man braucht ihn nicht lüften. Es gibt keine Korrosion. Diese Waffe ist auch mit 50 cm Lauflänge, nur 85 cm lang. Also extrem führig und praktisch in der Kanzel und für den Gebrauch. Die Leistung von dem Schalldämpfer hier in 308 ist ungefähr 27 dB, hat aber den Vorteil, wie gesagt, der Auslüftung und dass es pflegefrei ist. Ja, das sind die Ausführungen zu unseren Waffen in der Bullpup-Bauweise. Was ich noch sagen kann zu den Materialien, sämtliche Stahlteile sind aus Edelstahl, sind damit, wenn man sie schwarz bekommt, hochwertig DLC beschichtet und dadurch absolut korrosionsbeständig. Ich danke Ihnen.